Ja moin, willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ihr in MW2 die DLC-Maps für React, für EVP-Play, Raps oder andere Clients runterladen könnt, deinstallieren könnt und auch spielen könnt. Zunächst, was ihr machen müsst, ist natürlich die DLC-Maps runterladen. Link von allen DLCs ist in der Videobeschreibung. Klickt drauf, dann werdet ihr weitergeleitet, wo ihr die DLCs runterlädt. Wenn ihr es getan habt, zum Beispiel, ihr wollt Nuketown spielen, Map haben. Ihr müsst nicht alle DLCs runterladen, weil die meisten DLCs, also die meisten Maps, werden nicht gespielt. Am meisten ist es Nuketown, Kill House und ein paar andere Maps. Aber am meisten wird halt Nuketown gespielt, deswegen. Und die meisten wollen auch Nuketown haben. Also zunächst, was ihr machen müsst, ist Nuketown halt, wenn ihr wollt, oder auch alle DLCs herunterzuladen. Und zum Beispiel, ihr öffnet EW4 DLC3 Nuketown Zip, so heißt die Datei. Dann öffnet ihr den Winrar-Archiv. Da ist drinne Main und Zone. Was ihr machen müsst, ist einfach beides nehmen, reinziehen und ja, fertig. Datei ersetzen. Wenn ihr zu ersetzen müsst, dann sollte es passen. Ja, das war die Installation zu den DLC-Maps. Hier DLC2, Ressource-Map-Pack. Einfach Zone nehmen. Reinziehen, fertig. Ja. Das war's zu den DLC-Installationen. Es geht sehr schnell, sehr einfach. Und ja. Ich bin der Plexsatz, ich verziehe mich wieder und haut da rein.